Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Infinity, das Community-Projekt mit dem Panjo. Hey Leute. Hey. Ja. Und es kam jetzt erstmal zwei Tage keine Videos. Das liegt ganz einfach daran, dass wir nicht dazu gekommen sind aufzunehmen, aber das ist auch nicht das Problem. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier nicht in irgendeinem Berg, sondern wir sind in unserer ehemaligen Butze. Na? Ja, schön. Sieht doch schön aus. Hat sich ein bisschen verändert. Wir haben gedacht, wir bauen ein bisschen um, so gefällt es uns besser. Schön gemütlich und, vor allem, so rustikal ja, etwas. Ja, so ist gemütlich. Sieht da ein bisschen mehr so dieses Höhlenflair und da haben wir uns gedacht, so jetzt können wir hier wieder einrichten. Nee, war natürlich. Das war natürlich schon Spaß hier. Oh, es ist Nacht. Schön. Hui. So. Oh, hier ging es früher mal in den Berg rein, aber der Panjo hat ja schon den Umzug eingeleitet. Etwas. Wir sind jetzt nämlich schon hier hinten in unserem neuen Häuslein, was der Panjo schon angefangen hat. Genau, alles schon mal hingebaut erstmal. Genau. Gibt es eigentlich noch einen Eingang oder es gibt keinen Eingang, oder? Noch nicht, kommt noch. Ich finde es gut, wenn es keinen Eingang gibt. Okay. Weißt du, so, dann stehen immer alle davor und denken sich so, scheiße, wie komme ich da rein? Ich muss fliegen können. Ja, das ist ja unser neues Häuslein. Genau. Erzähl ich mal. Ich habe alles etwas eingerichtet. So. Ja, ich habe alles etwas eingerichtet. Ich habe hier unser ME-System hier erstmal in die Mitte reingestellt. Schön für unsere große Scheibe. Wir haben ja auch ein Geschenk. Dazu würde ich aber gleich nochmal kommen. Ja, ein Geschenk. Ein kleines Geschenk für euch von Jana, Jochen und Marco. Oh, ist das schön. Na, klicken wir mal noch nicht drauf. So, nee, wir haben hier die Betten, hier sind die Öfen. Was haben wir hier? Ach so, das sind deine Sachen alles. Ja. Unser Geothermal. Habe ich alles hingestellt, ja. Ja, genau. Ist alles ja auch angeschlossen, ne? Funkt ja alles, ja, oder? Ja, ja. Es war ja nichts angeschlossen, was wir so... Hier unser Big Reaktor. Ja, der geht noch etwas weiter, aber... Wie etwas weiter? Ja, der geht noch eine Etage nach unten. Wie kommen wir in eine Etage nach unten? Hier, über den Teleporter. Aber warte mal, hier ist unsere schöne Verarbeitungsstation, die ich wieder hingebaut habe. Ja. Habe ich erstmal alles so verbunden, wieder hier rechts reinlegen, links kommt alles wieder verarbeitet raus und geht gleich ins ME-System rein alles. Ah, super. Alles schon alles miteinander verbunden. Das passt ja. Das war die Kiste für den Quarry hier, ne? Ja. In der Chest. Ja. Okay, super. Was ist das jetzt noch? Die Painting Machine, okay. Painting Machine, genau. Jo, ja, nice. Hier oben ist halt alles organisatorisch so eher gesehen. Und wenn wir hier einmal runtergehen, sind wir im Inneren. Ein Lager. Sind hier so ziemlich all unsere Sachen. Und hier ist der Rest vom Big Reactor. Ich habe etwas aufgestockt. Weil ich sehe schon, du hast etwas mit der Kapazitator Bank aufgestockt. Ich habe etwas aufgestockt, ich habe etwas speichert mehr und der Reaktor geht bis hier nach unten. Also wir haben jetzt 120 Millionen RF, die man speichern können, okay. Ja. Interessant. Und den Reaktor ist halt bis hier nach unten gezogen, von oben nach unten. Ach du Scheiße. Okay. Ja, aber ich hab mir gedacht, wenn schon, denn schon. Na klar, auf jeden Fall. Ja. Oh, hier, die Dings, das ist auch ein bisschen... Ja, die Smelter wieder hergebaut. Ja. Ah, hier super. Haben wir alles, unsere Ender-Lilies wieder. Hier unser Reprocessor, alles. Ah, genau. Hm. Angeschlossen und ja. Plutonium, das kann man ja gleich mal rausnehmen, kann ich ja eventuell mal in den Reaktor was schmeißen. Ja, musst du oben machen. Ja. Da ist alles oben. Ja, hier habe ich nochmal einen E-Controller sitzt hier unten. Was haben wir hier noch? Da hinten ist das ganze Verarbeitungszeug. Kannst du mal reingucken hier. Ah, okay. Also hier habe ich alles verkabelt wieder. Ah, okay, super, das passt ja. Achso, gut, hier sind mit den Barrels alles verbunden. Ja, genau. Hier ist noch die andere Chest. Okay, super. Ja. Sieht alles komplizierter aus, wie es ist, sind halt nur eine Menge Kabel. Ja. Aber echt cool. Funktioniert alles. Ja, vor allen Dingen richtig schön aufgeräumt und richtig schön ordentlich. Das passt ja, auf jeden Fall. Ja, das ist weniger besser aufgeräumt. Hier ist es für die Dings da, für die zwei Teile hier. Dass man die Seeds schneller wachsen lässt und alles. Oh. Kann man dann das Kabel abbauen und dahinstellen, damit es nicht so viel Strom frisst, alles. Und ja. Was ist denn diese Crystal Growth Accelerator? Ja, du kannst. Accelerator. Für das ME-System brauchst du solche Kristalle, die du dir züchten musst. Normal musst du die Seeds machen und die dann ins Wasser reinschmeißen. Und mit den zwei Dingern geht's schneller. Ah, okay, haust die quasi hier ins Wasser rein und dann. Ja. Geh die Post ab. Ja, und was kommt hier hinten hin? Das ME-Kabel musst du umsetzen. Was hier vorne ist, musst du umsetzen. Ach so, okay. Hier. Ich hab's einfach nicht dran gemacht, weil es sonst zu viel Strom zieht, einfach das ME-System. Ah, okay. Das, ist einfach das so ME-System ist schon aktiv jetzt? Ja, ja, ist alles aktiv, ist alles drin. Okay, und dieser Baum hier ist Deko? Einfach nur Deko, hab ich mir gedacht, die sind aus in der Mitte. Das hast du schön gemacht.
Das hast du schön gemacht. Gut. Hui. Ja. Ich brauche keinen Fahrstuhl. So, warte mal. Big Reaktor, Moment. Ist noch was drin eigentlich? Oh ne, der ist leer. Ja, ist alles leer. Können wir was reinschmeißen wieder? Ja, hau einfach rein. Dann mach ich hier drüben, oder? Nee, links. Links ist der Input, grünes Input. Oh, schön. Ja. Wie viel produziert er jetzt eigentlich? Warte, wo steht's? Oh, 180.000 Millibuckets passen rein insgesamt. Er erzeugt genug, sagen wir es mal so. Er pusht sich langsam auf 400 RF hoch. 410. 420, okay, alles klar. Also um die 420 RF produziert er jetzt. Genau. Super, das ist nice. Sieht richtig cool aus. Also mir gefällt die neue Putze ja, echt gut. So, und ja, mein Geschenk. Genau. Und zwar von Stadt 3. Jana, Jochen und Markus, dass das Geschenk, weil sie den Server zum Abkotzen gebracht haben. Ich weiß es nicht. Marco hat den Server mal, er hat den Server nicht zum, also er hat ihn nicht zerstört, sondern er hat ihn einfach zum Hardcore-Lecken gebracht, aber nur natürlich in seinem Bereich. Weil die haben so eine EP-Dusche gehabt und da kommen diese ganzen kleinen EP-Pobel raus und die Dusche hat er nicht ausgemacht. So, und dann sind die ganzen EP-Pobel da geploppt und irgendwann waren da so viele, dass du, wenn du quasi in den Chunk reingekommen bist, dann hast du 2 FPS, da ging gar nichts mehr. So, und das haben wir Gott sei Dank entdeckt und wieder behoben gekriegt und da war alles wieder easy peasy lemon squeezy. Das war eigentlich ganz cool. So, ja. Was soll ich mal draufklicken aufs Geschenk? Ja, kannst gerne reingucken. Ich weiß ja schon, was drin ist. Ein Uncrafting Table. Ja. Was soll man damit? Kannst du den gerne hinstellen? Stell mal eins hin und dann kann ich dir das mal demonstrieren. Wo soll ich den hinstellen? Irgendwo, wo er schön aussieht. Keine Ahnung. Pflanzt ihn halt hier daneben hin oder so. So, nämlich mit dem Uncrafting Table kannst du Sachen uncraften. Ja, das könnte mir fast denken. Warte mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den... Nimm dir mal das Schild einfach hier, das hier steht. Warte. Gab Zeiten, da hatte ich eine Axt. Hab ich eine? Nee, ich hab auch keine. Kannst du auch mit der Hand abbauen. Ich hab keine Axt mehr, ja. Verdammt. First World Problem. Na, warte mal, hier ist eine drin, das ist gut. Ja. Okay, dann kann man die reinschmeißen. Und links dann? Rein, ganz links reinschmeißen und dann hast du die alle Bestandteile, müsstest du da sehen dann. Ah, und dann kannst du die einfach rausnehmen. Ja, aber das kostet XP. Das ist so eine Sache. Okay. Sehr cool. Aber du könntest so zum Beispiel Sachen auseinandercraften. Kannst zum Beispiel auch. Die Geschenkbox finde ich geil. Die ist wirklich nice. Wir haben immer noch Doppelbetten. Was ist das für eine Homobude hier? Das gibt's ja gar nicht. So, ein Geschenk. So, gut, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, dadurch, dass wir jetzt ein paar Tage echt nicht aufgenommen hatten und so und einfach so viele Projekte auflaufen und der Grund, warum wir auch nicht aufgenommen haben, war ja eben auch keine Zeit und so und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so scheiße faul, ey, das ging gar nicht, also letzte Woche war so geiles Wetter bei uns gewesen und ich habe echt keinen Trieb gehabt und dann nach der Arbeit meine Freizeit dann quasi noch so komplett vorm Rechner zu sitzen, aber halt so ein paar Projekte aufgenommen gehabt schon und ein bisschen was auf Tasche und habe halt auch so noch ein bisschen was aufgenommen, aber habe es einfach nicht geschafft, alles zu machen und ich denke, ihr nehmt das auch nicht übel, weil einfach so bei so mega krassen Wetter, so das erste Mal dieses Jahr, da muss man einfach ein bisschen rausgehen, da muss man ein bisschen, keine Ahnung, ihr kennt das ja, so Musik anmachen, Tankstelle, Arm raus und naja, nee, so ähnlich. So, was ist denn das hier? Ja, ich wollte hier meine Orberries wieder hinbauen, aber da. Achso, da hat mich gepiekst. Das ist noch in Arbeit, sagen wir es mal so. Achso, ist noch in Arbeit, gut. Mhm. Gut, und was hier in Arbeit war, wenn mich nicht alles täuscht, die Quantumrüstung, ne? Genau, das war deine Sache. Und mir haben immer mal die Leute in die Kommentare geschrieben, ich glaube, dass mit der Quantumrüstung, das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so in etwa. Fakt ist auf einmal, wir brauchen erstmal die Nano, ne? Das steht erstmal genau. Fest. Genau. Die geht so. Ja eigentlich noch. Okay, und deswegen brauchen wir genau Carbon. Das war ja das gewesen. Wir wollten Carbon. So, und um Carbon herzustellen, Moment, habe ich ja hier eben schon mal den ganzen Klims, Bams, Bams, Bums, Bims gebaut. So, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Die müssen wir pulverisieren. Musst du unten gucken in unsere Better Barrel. Was habe ich denn jetzt hier noch gebaut? Kompressor. Achso, einen Kompressor.
Ein Pulverizer? Hammer, ja. Ja, haben wir. Hier hinten. Wo denn? Hier. Ne, Induction Smelter, hier der Pulverizer. Geht alles gleich hier, ins ME genau. auch rein, alles. Ganz ha, gibt's eigentlich von Dings auch einen Pulverizer? Von in Industrial Craft? Müsstest du gucken, weiß ich gar nicht. Warte mal, gucken wir hier mal kurz durch. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht so genau. Nein. Nein, sicher? Nein. Also Pulverizer gibt's da nix. Kannst du es höchstens in der Sackmill noch machen? Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall, ich muss mal gucken, wie weit, naja, ich muss mal kurz ins ME schauen hier. Wir brauchen du kannst aber, wenn du zum Beispiel in die Sackmill reinhaust, dann hast du mehr Chance, dass du mehr rauskriegst, zum Beispiel. Ah, okay. Aber ich glaube, ich habe auch erstmal genug Coal Dust. Musst du wissen, unten haben wir noch genug Kohle. Mach erstmal das, was ich habe hier. Erstmal kurz aufbrauchen. So, so, ich setze uns mal an eine richtige Versorgung mit Bäumen. Block of Coal habe ich auch noch einstecken. Bloß wenn ich das jetzt in die Sackmill tue, dann ist das Problem, geht's wieder in die Kiste und dann geht's wieder in den Ofen. Und dann wird es ja wieder Kohle, oder? Nee. Nee, geht nicht. Geht nicht. Also kann ich das jetzt in die Sackmill mal schmeißen. Ich schau mal so genau. Blöcke rein. Mal gucken, ob der auch Blöcke macht. Nee, Blöcke macht er nicht. Hau ich mal das rein. Die macht er auf jeden Fall. So. Oh, die Sackmill ist ja richtig schnell. Also er schmeißt zwar rein in den Alloy Smelter, aber der macht natürlich nichts, der Alloy Smelter. Gut. Das ist ja schon mal vom Vorteil. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Coal Dust hier. So, den ganzen Grimmskrams hier mal reinschmeißen. Okay. Gut, das geht auch relativ schnell, so wie es aussieht. Ach, na, theoretisch, warte mal, wir haben doch zwei. Ja, wir haben zwei, wir haben alles mit den größten Updates schon drin. Ah, okay. Ja, wir gehen dann schneller. Dieses Octetic Capacitator. Genau. Das ist ja das große Update, das ist nice. Gut, warte mal, wie sieht's hier aus? Okay, dann schauen wir mal. Dann brauchen wir dieses Raw Carbon. So. Oder warte mal, habe ich das jetzt richtig? War das jetzt richtig? Nee, Quark, das hier wollte ich. Ja, das war richtig, auf jeden Fall. Oh. Das Ganze muss dann in den Kompressor. Der Generator läuft schon mal. Hier haben wir schon mal die Geothermal. Hier haben wir den Metal Former. Ich muss mal gucken, es gibt ja auch Speicherbänke. Wie meinst du es? Na, um Dings zu speichern hier. Wie heißt warte. EU. Ja, MFSU und sowas gibt es da. Ja. Der Badbox wäre das kleinste. Das lassen wir mal. Da brauchen wir auch keinen. DSU, die kann schon mal 300.000. MFE, MFSU. Da haben wir hier die zweimal drin alles. Das ist ja komisch. 100.000, wie viel schafft die? 4 Millionen. Ach, dazu bräuchten wir Dias. Dias haben wir genug. Wir bräuchten aber... Das Problem ist, dass wir dann zu... Haben wir einen Grindstone? Nee, haben wir nicht. Doch. Was? Wir haben einen Grindstone, haben wir. Messerator kannst du aber auch bauen. Ja, wo du mit dem Kurbeln musst da. Haben wir alles. Ach so, nee, das ist... Das kannst aber einen Messerator bauen. Mach ich auch. Muss ich mal ganz kurz schauen, wo der hier ist, weil ich will jetzt nicht immer wieder neu eingeben. Und so an Dings da haben wir eigentlich genug. An Messerator, okay. Brauchen wir Machine Frame. Der ist ja echt easy. Dann machen wir den. Carpenters Blöcke, wie ich das hasse. Iron. Okay, haben wir aktuell. Ach doch, Blades habe ich noch, sehe ich gerade. Na, kommst du her. So, machen wir hier gleich mal ein paar Machine Frames. Dann, Moment, schmeißen wir hier mal. Whoops.
Scrolling, das müsste das Richtige sein, ne? Kann man denn schon auch, da kann man doch auch Updates rein. Achso, diese Overclocker wollte ich noch bauen. Ja, die kannst du da reinhauen. Ja. Okay, Machine Frames habe ich. Oh, jetzt der blöde Messerator wieder. Stone. Ach, warte mal, haben wir doch schon alles hier. Haben wir Macerator? Macerator, haben wir das? Nee, haben tun wir es noch nicht, aber. Oh, okay. Jetzt haben wir einen. Kabel haben wir auch noch, das haben wir noch. Rubber. So, warte mal, dann müssen wir erstmal das da reinschmeißen. Das Problem ist, wir haben keinen Rubber, ne? Wie gesagt, deswegen mache ich gerade diese Farm, die ich jetzt machen will. Ach, da kommt Rubber raus? Ja, ich wollte Rubberwood Farm machen. Eine. Oh, auf jeden Fall, definitiv. Gut. Ich hätte schon ganz gerne noch so einen. Deswegen sitze ich da jetzt gerade dran. Okay, super. So, haben wir schon mal zwei Messerator, das ist ganz cool. Die Generatoren. Mit was kann man das wieder abbauen? Was denn mit einer Ranch? Extra? Ja, ich habe eine, warte, ich kann dir eine geben. Wenn du noch so einen Ranch hast hier, für Industrial Craft. Da habe ich mir extra gemacht, um deine Dinge abzubauen. Das ist ja so nett. Aber leider ist mir eins trotzdem kaputt gegangen. Ja. Gar nicht, ne? Das ganz Äußerste, keine Ahnung, was das war. Ja, aber das ist so, wie ich mich erkundigt habe, das hat trotzdem, das ist normal so, dass es auch trotz Ranch irgendwie eine Prozentige trotzdem kaputt gehen kann. Ja. Okay. Irgendwas so. Wollte ich jetzt haben. Was wollte ich denn? Da. Kompressor. Was haben wir hier? Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh, das waren Items. Oh. Da habe ich, glaube ich, was Falsches abgebaut. Brauchst man nicht. So, warte mal, dann brauchen wir erstmal den Metal Former wieder. Metal Former. So. Wir haben ja keinen In- und Output, ne? Ah, Industrial Craft ist so eine Sache, ich glaube aber nicht. Weiß es aber nicht mehr genau. Glaube auch nicht. Kompressor habe ich auch schon. Ich hier ein Basic Machine Casing. So, das habe ich schon mal. Generatoren haben wir noch. Da wollten wir auf jeden Fall noch ein Geothermal draus machen. Haben wir eigentlich ein Dings mittlerweile hier, eine gescheite Lava-Produktion? Du hast dort deinen Lava-Schieß-mich-tot-Dings im Inventar, habe ich dir letzte Folge gegeben. Das weiß ich noch ganz genau. Ah, den Magma-Crucible, ne? Genau. Und Neverrack haben wir genug. Bis unten in der Battle Barrel. was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich. Genau, Rubber Seeds wollte ich. Mal, was ist das andere, was jetzt noch fehlt? Iron Item Casings. Okay. Schau mal, dass es jetzt so funktioniert. Wie ich mir es gedacht habe. So, warte mal, jetzt müssen wir den erstmal zum Laufen bringen. Bam. Muss ich kurz überlegen, wie mache ich das am dümmsten. Beste wäre von hier. Ist blau. Blau war Output, ne? Die. Du musst gucken, das wird dir ja angezeigt, wenn du guckst. Die Felder sind dir hinterlegt. Ne, blau ist Input. Siehst du, da wo du die Sachen reinlegst, wenn ihr dann farblich hinterlegt. Gut, dann bräuchte ich ja auf jeden Fall, warte mal, ich wollte jetzt hier ganz gerne halt hier unten in den Boden, warte, genau. Da hier, wollte ich ganz gerne jetzt Dings legen. Für die Lava. Weißt du? Ja. So, was brauche ich da für was brauche ich da? Dann brauchst du. Gibt's ja hier, glaube ich, nicht, ne?
Doch, die von Dingsa gibt es. Von Ender.io. Wie heißen die? Purified Fluid Conduit. So, jetzt will ich noch eine Sache. Tank. Fluid Conduit geht nicht. Wie Fluid Conduit? Es gibt auch ein Fluid Conduit einfach nur. Es gibt das, was du gesagt hast, Fluid Conduit, und dann gibt es aber auch noch ein. Warte mal, das hat. Max ist ja 50. Achso, das schafft einfach mehr. Die Unterschiede weiß ich da jetzt auch nicht. Also ich habe das von NIO benutzt. Used Quartz Class. Dann kannst du ein paar mehr machen, weil... Nee, ich brauche doch keins mehr. Bei Fluid Pipes gehen nicht einfach? Müssten auch jetzt mal gehen. Blöd fragen. Müsste ja theoretisch gehen. Auch gehen, oder? Ja. Ich werde trotzdem die anderen machen. Ah, ich muss mir mal kurz dein Magma Crucible klauen. Muss wirklich Fused Glass nehmen? Krass. Schauen wir erstmal, was wir noch haben davon. Okay, wir brauchen also Fused Glass, das heißt wir brauchen Quarz. Und Quarz haben wir nicht. Jetzt. Dann hole ich mal etwas so Wasser. Wieso haben wir kein Quarz? Weil ich alles verbraucht habe. Für die schönen Wände habe ich alles verbraucht. Das ist alles Quarzblöcke. Sind es in den Wänden. Scheiße, ich brauch Quarz. Da muss ich jetzt echt in den Nether gehen? Musst du wohl in den Nether gehen, ja. Hey. Mann. So, warte mal, Waypoint. Ich mach erstmal hier und zwar statt 7. Edit. So, na gut, gehen wir einmal in die Lobby und einmal in den Nether. Das Gute ist ja, wir können fliegen. Optimal. Ist eigentlich schon mal geresettet worden? Nee, ne? Nee, werde ich aber heute alles machen. Ah, willst du auch heute machen? Ja, heute würde ich so also etwas mehr machen. Das Spawn umgebaut? Ist das Spawn woanders? Nee, warum? Also irgendwie ist der Nether anders. Ja, doch, ich habe den nur umgesetzt, genau. Ah, okay. Ich habe den etwas umgebaut. Na, das schöne Quarz findet. Oh Gott, ist hier viel Quarz. Krass. Ja, so ist da sehr viel Quarz. Geil, 2 Stacks. Ja, ich innerhalb der Zeit jetzt. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal, oder? Krass ist das denn, aber hier ist noch so viel, das nehme ich gleich noch mit. Ja, blöd sonst. Oh, ja, klar, weil Quarz brauchen wir immer. Ja. Nee, weil auch unsere ganzen Wände, das ist alles Quarz, was das ist. Ja, Quarz, das gibt es ja Gott sei Dank zur Genüge. Ja, Quarz schön mit Kohle gemischt, dann kriegt man so einen schönen Smoky Quarz raus. Mhm. Was wollte ich denn jetzt? Aber, weißt du was? Das Quarz kannst du in der nächsten Folge bauen.
Denn wir sind fertig mit der Folge. Okay. Ja. Was? So schnell? Ja. Na gut, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder und zwar morgen schon. Echtblock, krass. Ja, und lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall mal bei dem Panjo vorbei. Also beim Team Shabby, alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Ciao.